Fühlt sich teilweise so, als würde man irgendwie im Darknet surfen. Boah, einfach ein Schauer kam mir da über. DA got that dope. Und zwar, wir machen jetzt eine Challenge, Chat. Wir haben, ohne Witz, wir machen jetzt eine Challenge, aber eine geisteskranke, verrückte Challenge. Ich bin ehrlich zu euch, eigentlich bin ich kein Fan von sowas, aber ich will das einmal wenigstens testen. Ich will das einmal im Leben gemacht haben. Und zwar werden wir jetzt, ja, wir werden es versuchen, ein gesamtes Outfit zu kreieren. Nicht bei Fartech, nicht bei Mr. Porter, nicht bei Essence, sondern auf Wish. Wir hatten uns mal irgendwann in der Vergangenheit ein Video von PAQ angeschaut, wo die genau das gemacht haben. Ja, die haben, weiß ich nicht, ein gewisses Budget gekriegt. Wobei, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war, aber die haben letztendlich, deren Aufgabe war es, ein Outfit bestehend aus Schuhe, Hose und Oberteil, gerne auch Accessoires, zu erschaffen und das Ganze auf Wish. Bro, ich bin ehrlich zu euch, ich habe noch nie irgendwas auf Wish gekauft. Nicht, weil ich mich dafür zu fein fühle, sondern, weiß ich nicht, weil ich so immer gesehen habe, dass sich da Leute nur Schrott kaufen. Und ich bin mir gar nicht sicher, gibt es da auch normale Sachen, beziehungsweise gute Sachen, oder ist das halt wirklich kompletter Müll? Und selbstverständlich bestellen wir natürlich auch die Sachen und gucken dann, wie lange es dauert, bis die bei uns sind. Selbstverständlich. Denn, meine Freunde, ist zwar kein Outfit für mich, aber ihr wisst selber, Scooterpad hat ein bisschen einen anderen Style. Er feiert so ein bisschen diese, ja, schaut euch einfach die Videos an, wie Scooterpad sich anzieht. Dann wisst ihr, wie er rumläuft. Und ich glaube, so nach seinem Geschmack ein Outfit zu kreieren, wäre auf jeden Fall möglich. So, erstmal die Frage an euch. Machen wir ein festes Budget? Budget. Ein Budget. Machen wir ein Budget? Nein, okay. So, nächste Frage ist, ob wir ein Zeitlimit machen. Auch nein. Okay, gut. Dann machen wir auf entspannt. Ja, beides mit Nein abgestimmt. Das bedeutet weder ein Zeitlimit noch ein Budgetlimit. Wow. Wir haben einen Überraschungssale. Beeil dich und sichere dir bis zu 50% Rabatt. Code PAP50. Direkt aufschreiben. Umso günstiger wir hierbei wegkommen, umso besser. Leute, ich glaube wirklich, dass wir eiskalt nicht so einfach. So habe ich auf jeden Fall gehört, dass es halt hier relativ viel, ich sag mal so, Fake-Stuff gibt. Also keine Ahnung, so wannabe Gucci-Gürtel und wannabe Balenciaga-Klamotten. Das ist jetzt aber nicht so der, ja, nicht hundertprozentig der Vibe, den ich irgendwie fahren würde. Ich würde schon irgendwie versuchen, irgendwas Nices da zu catchen. Ja, was auch ein bisschen, ja, outside the box ist. Versteht ihr, was ich meine? Aber jetzt als allererstes würde ich erstmal gucken, ob die zum Beispiel sowas wie Rick Owens überhaupt haben. Nur mal um Gefühl zu kriegen, wie tief man hier überhaupt gehen kann. Und wir sehen hier teilweise sehr viel Schrott, aber auch so ein bisschen was so in die Richtung geht, was wir machen können. Zum Beispiel sowas, so irgendwelche komischen Louboutins. Ah, die finde ich halt wirklich 0,000000. Wichtige Message an euch. We don't do fakes. So, für so unterhaltsame Sachen wie jetzt zum Beispiel mal so eine Challenge kann man das mal machen. Aber unterm Strich geht lieber zu H&M, zu Zara oder was auch immer. Spart vielleicht mal auf einem Piece, was ihr wirklich haben wollt, anstatt jetzt irgendwie so Katze im Sack zu kaufen. Aber so für den Anfang an, Chat, was sagen wir hier zu der Pants? Fürs erste Mal gar nicht mal so schlecht. 37 Euro, so eine Track Pants. Ist halt natürlich auch die Justin Bieber Jogger, ne? Wer kennt sie nicht? Wow, die sehen sogar aus Leder. Eieieiei. Ah, Schuhe nehmen wir safe, welche anderen. Hose finde ich gar nicht mal so kacke, um ehrlich zu sein. Ich gehe hier trotzdem nochmal auf ähnliche Produkte. Was sagen wir denn zu sowas hier? Was, also, ich meine, ist halt klar, dass das hier jetzt irgendwie Palm Angels sein soll, aber sowas hier? Das ist ja jetzt erstmal eine normale Jeans. Also sollen wir versuchen, keine Imitate reinzubringen in unser Outfit? Oder sagt ihr, egal. Also es kann jetzt auch beispielsweise hier diese wannabe Rick Owens Trackpants sein. Oder komplett ohne Imitate.
Sagt mal kurz eure Meinung. Wir machen erstmal so, wir gucken erstmal, was wir überhaupt hier finden. Die Pants finde ich zum Beispiel jetzt ohne Witz gar nicht mal so kacke. Genauso wie jetzt hier unsere Rick Owens Pants. Zum Beispiel, ich glaube, wenn wir sowas wie Gucci eingeben oder so, wo wir übrigens auch versuchen sollten, mindestens 3 Pieces in unser Outfit zu integrieren, dann werden wir hier schon verrückte Sachen finden. Ja, also ich glaube, hier ist wirklich die Auswahl, ja, auch absolut wilde Anzug hier. Die Auswahl ist hier wahrscheinlich endlos. Ich habe mich gerade jetzt persönlich dafür entschieden, dass wir versuchen, ein Outfit zu kreieren, was möglichst wenig Branding hat. Also sowas, selbst original, würde ich es mir halt nie im Leben kaufen. Nie im Leben. Nie im Leben. Und dann auch noch fake. So kann ich halt nichts mit anfangen. Was zur Hölle gibt es? Eieiei. Oha, und zum Glück ist die reduziert. Von 30 auf 29 Euro, ne? Also ich glaube, da, Freunde, da holen wir uns erstmal 2, 3 Stück davon, oder? Ohne Spaß, hier gibt es, glaube ich, nur komische Sachen. Ich werde hier gleich noch irgendwie gebannt, weil hier komische Produkte mir angezeigt werden. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Hier werden ganz, ganz komische Produkte mir angezeigt. Da hier stöbern lassen wir aber mal ganz schnell. Ich will vorschlagen, wir fangen mal bei dem Schuh an. Die Ben & Jerry, Freunde. Das wäre eine Option, eiskalt. Eiskalt eine Option. Ich habe 2 Optionen bis jetzt. Die Jordan 4er. Oha, die gibt es sogar in ganz vielen Colorways. Dann den Ben & Jerry. Das, was ich mache, fühlt sich, by the way, gerade nicht richtig an. Es fühlt sich sehr, sehr falsch an, was ich hier gerade mache. Sehr, sehr, sehr falsch. Fühlt sich teilweise so, als würde man irgendwie im Darknet surfen. Da wir gerade auch das Thema hatten, ob wir auf Replika-Sachen verzichten. So, ich glaube, allerspätestens bei den Schuhen werden wir da kaum eine Alternative finden. Also ich glaube, jetzt ohne Spaß, hier einen nice Schuh zu finden, der halt keine Replika ist, ist nicht möglich. So, als ob da jetzt irgendwelche Eigenkreationen von Wish zu kaufen gibt, die dann auch noch nice sind. So, du musst halt irgendeinen Nike-Schuh, irgendeinen Adidas-Schuh, irgendeinen Jordan-Schuh nehmen, weil sonst bist du da halt komplett aufgeschmissen. Also, als ob wir jetzt so einen Schuh hier nehmen. Sorry, machen wir nicht. Machen wir nicht. Bro, was sind das hier für Schuhe? Jetzt mal ernsthaft. Bro, was ist das? Was sind das? Jetzt mal, no joke. Was sagen wir zu denen? So ein bisschen auf YSL angelehnt. Chat, selbstverständlich sind die jetzt nicht nice. Aber sie sind einerseits von 222 Euro auf 29 Euro reduziert. Schnäppchen an der Stelle. Plus, ihr seht selber, wir haben jetzt nicht die allergeilste Auswahl hier, ne? Also man muss da teilweise schon in den sauren Apfel beißen. So, damit hätten wir quasi bei den Schuhen den Dunk, den Jordan 4er oder halt einen Stiefel. Und bei Hosen hatten wir gar nicht eine schlechte Auswahl. Selbstverständlich würde ich mir jetzt zum Beispiel niemals diese Hose auswählen und dann hier zu diesem komischen Stiefel oder Boot kombinieren, ja? Das muss jetzt schon irgendwie im Rahmen sein. Aber hosentechnisch können wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen aufatmen, weil die finde ich nicht schlecht. Das ist halt, ja, sieht jetzt für mich nach so einer No-Name-Baggy-Pants aus. Und wir haben hier so eine Track-Pants. Das wäre jetzt zum Beispiel hier schon mal eine Option, die man machen könnte. Hier die schwarze Hose mit den Jordans. Hier den weißen zum Beispiel. Das wär zum Beispiel eine Sache, die könnte man safe machen. Was ist denn, wenn ich zum Beispiel jetzt hier bei dieser Hose auf ähnliche Produkte klicke? Da kommt doch hier bestimmt was Wildes. Hier zum Beispiel die Boom. Wollen wir überhaupt so eine Cargo-Pants? Eigentlich hätte ich nicht so Bock auf eine Cargo-Pants. Das sage ich ganz ehrlich zu euch. Zumindest keine Cargo-Pants, wo unten so ein Bund ist. So ein enger Bund. Die fühle ich halt 0,0. Wenn die jetzt auf dem Schuh stackt, ja? Hosen müssen auf dem Schuh stacken. Dann wäre was anderes. Eieieiei, was ist mit der hier denn überhaupt? Die ist auch so ein bisschen auf Haider bzw. Andy angelehnt, so ein bisschen auf Rick Owens. Auch hier wieder ein Stil, ja. Wie krass, wie reduziert, rabattiert hier die Produkte sind. Oh mein Gott. Bro, das ist einfach eine Thrombosehose. Kennt ihr die? Seid... Hoffentlich nicht, aber kennt ihr diese Thrombose? Wie nennt sich das? So diese Thrombose-Unterhosen, ja, die man kriegt, wenn man im Krankenhaus liegt für eine gewisse Zeit. Eieieiei. Strümpfe, ja, Mann, das sind diese Thrombose-Strümpfe. Digga. Bro. Jetzt no joke. Das ist fast wie mein Arm. Mein Handgelenk ist so, hat einen Umfang wie hier. Digga, das wird, also das safe reduziert. Photoshop lässt grüßen, aber sowas von. Damit wissen wir auf jeden Fall jetzt schon mal, welche Hose wir nicht nehmen.
nicht. Gib mal hier ein paar Marken ein, Balenciaga zum Beispiel. Das wird halt schwer. Oberteile hier nice zu finden, ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Jetzt no joke. Hosen kannst du halt ohne Witz safe irgendeine No-Name-Hose nehmen. Bei Schuhen ist schon problematisch und bei Oberteilen ist auch problematisch. Zumindest ist jetzt hier. Ja, bei denen, bei so einem Store. Ich glaube halt nicht, dass du irgendwie ein nices, weiß ich, nein, nices T-Shirt findest. Wobei, so ein Basic-T-Shirt vielleicht. Aber jetzt mit irgendeinem coolen Print, was jetzt nicht irgendwie abgekupfert ist. Unser Lieblingsshirt gibt es hier anscheinend auch. Da lasse ich euch gleich die Auswahl. Also da dürft ihr gleich entscheiden, welches ich mir holen soll. Jetzt ohne Spaß. Ich werde euch jetzt einmal hier meinen Zwischenstand zeigen. Und ihr sagt mir, was ihr davon haltet. Diese Hose gebe ich nicht mehr weg. Ich finde, hat eine nice Fit, zumindest jetzt hier beim Model. Ist halt mehr so auf Baggy angelehnt. Scheint mir zumindest jetzt hier kein Rip-Off zu sein. Und für den Preis, also jetzt ohne Witz, wenn die jetzt bei mir ankommen würde und die würde wirklich nice fitten, dann würde ich die auch weiterhin tragen. Weil das ist jetzt keine, ich weiß nicht, Fear of God, Rick Owens, Wannabe Edition. Die waren Schmutz. Weg damit. Hose steht fest, die Hose hier. Schuhe, würde ich sagen, machen wir entweder den Jordan 4er in All White. Machen wir uns das Leben nicht schwer. Oder die Balenciaga Triple S. So, weil die könnte man dann vielleicht mit meinen Originalen, weil ich habe ja originale Will Flex an dieser Stelle, könnte man dann vielleicht vergleichen. Aber kosten halt 111 Euro, Leute. Und ich werde jetzt hier keine 111 Euro dafür ausgeben. Sorry, bin ich ehrlich zu euch. Das ist mir dann echt nicht wert. Zugedessen kosten halt die Jordan 4er 39 Euro. Ich glaube, schreibt mir gerne mal eine 1 in den Chat, wenn ihr der Meinung seid, dass wir uns hier für die Jordan 4er entscheiden sollten. Ja, dicke 1. Damit hätten wir dann quasi die Schuhe, die Hose und jetzt wird's sehr spannend. Jetzt wird's sehr spannend. Ohne Witz. Ich fände es lustig, würden wir hier dieses Mastercard-T-Shirt nehmen, weil davon in der Vergangenheit haben wir da ja das öfter mal ein bisschen drüber. Ein bisschen belächelt, sage ich jetzt einfach mal. Oder das Speed Hunters. So, oder das Speed Hunters. Jetzt ohne Witz, das Speed Hunters ist ein sehr krasses Shirt, by the way. Also fühle ich jetzt ohne Witz. Klar, jetzt hier diese Fake-Variante für 26 Euro nicht. Ich mache einfach mal jetzt hier eine Abstimmung für euch. 75% sagt, dass wir das Speed Hunters nehmen sollen. Okay, kann ich mitleben. Aber damit hätten wir jetzt erstmal unser Grundgerüst fertig. T-Shirt, Hose und Schuhe. Jetzt wird es natürlich noch spannend mit Accessoires. Wir versuchen jetzt nochmal das ein oder andere Accessoire mit reinzupacken, um das ganze Outfit aufzuwerten. Chat, was sollen wir machen? Kette? Ich würde sagen, eine Kette kann man safe machen. Ringe, okay, ja, safe. Ringe, bin ich dabei. Kette, Ringe. Ich glaube, so eine Fake-Rolli. Ah, Freunde, das wäre zu cringy. Das wäre zu cringy. Ein Cartier-Armband? Ja, vielleicht haben die ja gerade das eine, dieses. Ich guck mal. Leute, ist alles hier im Sale. Selbstverständlich alles original hier, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Das sind ausgemusterte Pieces, die es quasi nicht in den Verkauf von Cartier geschafft haben. Nicht, dass ihr denkt, das sind Fakes. Nein, nein, nein. Das ist B-Ware. Nicht, dass das noch jemand auf Ernst glaubt. Gibt es das in Silber? Silber. Nehmen wir mit. Cartier-Armband. 25 Euro statt 266 Euro. Sehr nice. Und gibt es auch in Silber. Wild. Kaufe ich mir vielleicht 4 Mal. Dann kann ich davon ja ein paar resellen hier in Deutschland. Weil die, wie gesagt, das ist halt B-Ware. Ihr wisst ja, vielleicht habt ihr es mitbekommen, ich habe meinen Gucci-Ring verloren. Stellt euch jetzt mal vor, wir finden jetzt hier meinen Gucci-Ring Fake. B-Ware natürlich. Sorry, versprochen. Da finden wir halt no joke, nur Schrott. So diese iced-out-ekligen Filme. Grills auch nicht schlecht. Boah, Ringe wird, glaube ich, no joke, nicht machbar. Ich glaube, stattdessen, Chat, machen wir lieber eine Sonnenbrille, anstatt irgendeinen Ring. Freunde, was sagt ihr? X-Pad bzw. Scooter-Pad mit dieser Brille. Leute, seht ihr Scooter-Pad in dieser Brille? Also, ich sehe ihn da drin, ne? Ohne Witz. Er hat seinen Off-White-Tee, er hat seine Fendi-Bag und dann noch die Brille. Baba. Ja, ihr Chat ist dabei. So, Sonnenbrille ist gekappt. Da bin ich aber jetzt hier schon wieder am struggeln, ne? Weil die Brille halt goldene Akzente. Wir haben uns gerade für ein silbernes Armreifen entschieden. Nehmen wir es dann in Gold auch, aber dann haben wir Probleme mit den Schuhen, weil diese Laces-Halterungen sind auch Silber. Dafür müssen wir jetzt eine Lösung finden. Ist wenig Gold egal? Ja, okay, gut. Dann können wir darüber hinwegsehen. Also das in Silber, dann bleiben wir Silber, nur unsere Brille hat ein bisschen Gold, sagt ihr? Ich gebe euch 2 zur Auswahl. Marmoriert oder weiß? Ah, aber jetzt macht die Marmorierte das Rennen. Okay, dann bleiben wir bei der
Dann bleiben wir bei der marmoriert. Gut, damit hätten wir Armreifen, T-Shirt, Hose, Schuhe. Eine Sache können wir noch mit reinpacken. Cap oder Kette, Chat? Ah, Freunde, Cap wird schwer, weil da gibt's halt nur diese Louis Vuitton, Gucci, Sonnenbrille, ach, Sonnenbrillen. Kappen, die ultra fake sind. Also, ich glaube, davon lasse ich wirklich die Finger. Weil das wird dann zu cringy. Wir haben echt schon gefälschte Sneaker, wir haben ein krass gefälschtes T-Shirt, weißt du, wie ich meine? Ich glaube, wir versuchen eher eine Kette irgendwie auf entspannt. Oder noch eine Tasche, aber die wird halt auch wieder fake sein. Boah, Tasche gewinnt mit Abstand. Krass, 75% Tasche. Dior? Ja, okay, es wird halt wieder, bei Taschenfreunde wird es halt wieder eine fake-Tasche sein, ne? Außer wir kaufen uns jetzt hier diese Umhängetasche hier. Geht natürlich auch. Aber wir brauchen natürlich auch den Drip. Ganz wichtig. Boah, Tasche wird schwer. Boah. Einfach ein Schauer kam mir da über. Und wer kennt's nicht? Die Dior-Tasche hier an der Stelle. Boah, Freunde. Tasche, ihr habt mich damit hochgenommen, ne? Ihr habt mich einfach damit hochgenommen mit dieser Abstimmung. Nie im Leben werde ich es schaffen, hier eine nice Tasche zu finden, die einigermaßen klar geht. Freunde, es wird sehr gruselig. Es wird sehr, sehr gruselig. Wow. Ich glaube, die Tasche wird komplett unser Outfit kaputt machen. Ein guter Vorschlag kam jetzt hier in den Chat. Wenn das klappt, dann go for it. Hier in das Saddlebag. Wow, Bro. Boah, das fühlt sich so falsch an, ne? Ihr wisst gar nicht. Boah, das fühlt sich richtig falsch an. Wird euch beim Zugucken nicht so ein bisschen so schlummerig? Ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, kommt das, was ich hier sehe. Ja, ist das auch das, was ich kriege? Also sieht die Bag, die ich mir hier für 70 Euro kaufen kann, genauso aus wie das Ding, was sie hier in der Hand hält. Boah, Tasche ist jetzt gerade wirklich auf Krampf. Ich bin kurz davor zu sagen, dass wir die wieder wegtun, ne? Aber dann hätte halt die Abstimmung, hätte ich die mir auch sparen können. Boah, ich mache halt wieder auf Diktator-Pad, kann auch sein. Vor allem, ihr müsst ja auch immer, wie gesagt, auf unser Outfit schauen. Und es ist, bis auf das T-Shirt, eher, auch das T-Shirt, by the way, ist halt mehr so ein bisschen schlichter. Und jetzt könnte man halt wirklich noch mit einer nicen Tasche ein nices Akzent setzen. Aber hier findest du halt wirklich nur ganz, ganz furchtbare Sachen. Leute, ich bestell das jetzt, was ich hier habe. Ich habe gesagt, ich bestell mir das. Und ich bestell das auch. Und bei der Tasche müsst ihr euch leider noch, also lasst euch da überraschen, was ich finde. Ich habe jetzt hier was gefunden. Lasst euch da wirklich, bei der Tasche lasst euch da überraschen, was ich nehme. Weil ich habe jetzt hier was gefunden, was zwar immer noch cringe ist, womit ich dann jetzt auch einfach abschließen kann. So, und ich habe jetzt hier auch keine Lust mehr, mich auf dieser komischen Seite zu bewegen. Wir lassen uns mal überraschen, was da ankommt. Wie lange es auch vor allem dauert. Und falls überhaupt was ankommt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass halt nie irgendwas ankommt. Kann auch sein, ja. Oder es ist halt die B-Ware, von der wir hier die ganze Zeit gesprochen haben, ja. Kann natürlich auch passieren, dass wir dann auf einmal plötzlich ein ganz normales Balenciaga-T-Shirt zugesendet bekommen. Wo dann halt ein kleiner Mangel zu sehen ist. Ja, safe. Den 50% Gutschein werde ich natürlich auch noch nutzen, ne?